Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 21. Mai 2020, Christi Himmelfahrt. Und ich bin im Harz in Riefensbeek, Südwestharz ist das. Und will heute eine 20-Kilometer-Tour machen. Und zwar geht es erstmal zur Stempelstelle 143, Köter am Schindelbeek. Und da geht es erstmal 300 Meter hoch. Und dann weiter zu Hans Kühnenburg, die habe ich zwar schon, aber da brauche ich noch den Baudenstempel und dann noch zur 147. Ja, hier sind überall Leute mit Hunden und ich glaube, ich bin zu dick angezogen. Gut. Blick auf Riefensbeek. Naja, ist nicht besonders aufregend. So, hier ist jetzt schon die Vorsperre von der Sösetalsperre. Und hier geht man 200 Meter an der Straße lang und dann geht es links hoch in die Berge. So, hier ist die Söse-Vorsperre. Hier ist auch ein Parkplatz und hier ist jetzt der Einstieg zur Stempelstelle 143, 300 Höhenmeter jetzt hoch. Halbe Stunde bin ich jetzt gelaufen. Mal schauen, vielleicht noch 40 Minuten bis zur Stempelstelle. Auf geht's. Ich zeige euch dann mal Aussichtspunkte, falls irgendwelche auftauchen. Oh, hier haben sie ganz schön abgeholzt. Ja, der Weg steigt bis jetzt nur langsam an. Bin mal gespannt, wann die richtige Steigung losgeht. Auf zum Acker. Ja, auch hier hat der Borkenkäfer zugeschlagen. Da werden sich die Luftbilder bei Google Maps dann bald verändern. Puh, ich bin noch 1 Kilometer Luftlinie von der Stempelstelle weg. Aber da kommt, glaube ich, noch eine Serpentine. Auf alle Fälle ist da oben schon der Acker. So, weiter geht's. Jetzt kommt die Serpentine. Noch 700 Meter Luftlinie bis zur Stempelstelle. Da geht's steil hoch. Hier hat man schon eine schöne Aussicht. Na, da kommt noch jemand. Da geht's hin. Und wer genau hinschaut, da am Horizont sieht ein Handysendemast. Das ist an der Magdeburger Hütte, wo der Parkplatz ist, wo man zum Acker einsteigt. Genau, und dahinter guckt, glaube ich, der Sendemast von Torfhaus über den Berg rüber. Ganz knapp. Ich weiß nicht, ob es man sehen kann auf der GoPro. Schaut euch meine Videos auf dem großen 4K-Screen an oder auf dem 4K-TV, Smart-TV, da kann man das alles gut erkennen. Ich filme nicht umsonst in so hoher Auflösung. 300 Meter bis zur Stempelstelle, ist hier unverschämt. Hier haben sie die Aussicht zum Söse-Stausee mit Baumstämmen zugelegt. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ne. Kein Stausee zu sehen. So ein Mist. Kann man nichts machen. Stempelstelle 143, Köter am Schindelkopf. Oh, Stempel ist da. Hier ist richtig was los. Hunderte Leute. Köter. Und den Stausee kann man komischerweise nicht sehen. Also, als ich vor 13 Jahren hier das letzte Mal gestempelt habe, da konnte man den Stausee noch sehen. Alles zugewuchert. Das ist jetzt der Weg über den Ackerkamm. Ja, bin gespannt, ob da noch irgendwelche Bereiche kommen, wo man eine Aussicht hat. Auf alle Fälle kommen wir wohl durch zwei Klippenfelder durch. Einmal direkt drüber und einmal, auch wie heißt die Klippe? Seilerklippe. Ich guck nochmal nach. Ach, ich liebe das Blaue der GoPro. Diese Farbverstärkung ist echt genial. Das ist der Acker. So, jetzt bin ich wohl im Kammbereich des Ackerweges. Hier ist die Nationalparkgrenze. Interessant. Ich glaube, jetzt müsste bald dieser Haspelkopf kommen. Ja, rechts und links geht es ganz schön weit runter, aber man sieht nichts.
dem Ackerkammweg stehen überall Wegsteine unterschiedlichster Form. Das scheint hier schon moderner zu sein. Hier steht 1741 bis 28 drin. Da ist noch einer. Wird wohl der Kamm markiert dadurch. Bemooste Bäume auf dem Ackerkammweg. Ist das nicht schön? Das ist so schön. Zwischen Haspelkopf und Seilerkleppen auf dem Hohne, ach Quatsch, nicht auf dem Hohnekamm, auf dem Ackerkammweg. Ja, hier ist so ein Bereich mit Klippenschutt. Oh, coole Aussicht. Hallo. Ah, da hinten sieht man wieder den Parkplatz an der Magdeburger Hütte, wo der Sendemast steht. Ach, da ist die Hans-Kühnenburg schon da oben, der Turm. So, 50 Meter neben dem Weg auf dem Ackerkamm liegt die Seilerklippe. Das ist ja schon mal interessant. Hier war ich noch nie in dem Bereich des Harzes. Da kletter ich jetzt erstmal hoch. Ich staune ja, dass der Akku von der GoPro so lange durchhält. Ich habe 4 Akkus mit. Der ist immer noch bei über 50%. Nicht schlecht, das Teil. Bin ja mal auf die Videos gespannt. Schaut euch meine Videos auf alle Fälle auf dem großen 4K-Screen an oder auf dem Smart TV mit 4K. Da könnt ihr das richtig genießen, weil auf HD-Geräten, nee, ich habe es verglichen, macht keinen Spaß, wenn man 4K gewohnt ist. Oh, wo geht es denn hier hin? Ja, ich bin nicht der Einzige, der hier hochklettert. Wow. Ha. Der höchste Punkt der Seilerklippen. Müssen wir was aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Da ist die Hans-Kühnenburg. Da ist der Ostharz und der Westharz. Da sieht man, glaube ich, das ist die Staumauer, das ist die Vorsperre, die Sülze-Vorsperre, der Staudamm. So, Stempelstelle 144, Hans-Kühnenburg, schönste Stempelstelle 2015. Stempel ist da. Ja, ich bin bloß noch mal hergekommen, weil ich den Baudenstempel brauche. Und heute ist hier richtig was los auf der Hans-Kühnenburg. Bratwurst gibt es auch. So, jetzt geht's weiter zur 147. Das ist doch mal eine richtig hässliche Klippe. Das ist die Hans-Kühnenburg-Klippe. Der Auerhahnplatz. Da kann man immer schön Rast machen. Und da geht's dann weiter runter nach Riefenweg. Und jetzt gehe ich erstmal zur Eleonorensicht, Stempelstelle 147. Ui, das ist ja mal ein richtig schöner Weg. Und ich habe meine Drohne nicht mit. Ui, das Bier. Sehr hübsch die Gegend.
Ist das schön. Das ist so schön. Kurz vor der Stempelstelle 147 Eleonorenblick. Ja, hier ist doch nochmal eine schöne Aussicht. Da kann man letztendlich den, jetzt fällt mir nicht ein, den Söse-Stausee sehen. Ist das denn der Söse-Stausee? Ja, der Söse-Stausee. Oh, ich muss noch 300 Meter runter bis zum Parkplatz. Du meine Güte. Der Wahnsinn. So, das letzte Ziel für heute. Die Eleonorenhütte. Benannt nach Kaiserin Eleonore. So, jetzt haben wir Stempelstelle 147 Eleonorenblick. Stempel ist da. Wunderbar. Und hier ist die Aussicht. Da unten ist Riefensbeek. Cool. So Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Das war eine schöne Tour, 20 Kilometer. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns schon bald wieder zu den nächsten Waldwander- und Drohnenvideos oder was auch immer, Modelleisenbahn, keine Ahnung, wir werden sehen.